the difference, feel the unity. Hashtag Bible, hashtag DB. War das Thema zum Winterworkshop, welcher um den Jahreswechsel in Siebenstein stattfand. Vaters Worte sind die Quelle, aus dem die Harpies Kraft für den Tag schöpfen und die Motivation, inspirierende, kurze Morgenvorträge zu geben. Suppenskandal. Eine Suppenknappheit führt seit langem wieder einmal zu resultierender Müdigkeit und dadurch zu einem großen Aufruhr. Wie in den Unis füllten sich die Hörsäle zu den besonderen Lectures von den weit hergereisten Vortragenden Bernhard Reimeyer und Heinz Kritschek. Neuen Schwung brachte Fabian Kracher, der neue Trainer des FC Harp. Durch sprachliche Verständigungsschwierigkeiten erschwerten das Training. Mit Sport, Spaß und Spiel fand der Nachmittag seinen Ausklang. Physische und kreative Aktivitäten waren beziehungsfördernd für die Harpies. Eine Hitzewelle steht kommende Woche vor der Tür, pünktlich, um die Schüler nicht nur in der Schule zum Schwitzen zu bringen. Zur Harp im Bild begrüßen Sie David Wurzer und Andreas Gundak. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur ersten Ausgabe von Harp im Bild im neuen Jahr. Wir beginnen unsere Sondersendung hier in Siebenstein, wo der alljährliche Winterworkshop vom 29.12. bis 3.1.2015 stattgefunden hat, wo sich Jung und Alt trafen, um gemeinsam den Schritt ins neue Jahr zu machen. Wie fast jedes Jahr kommen sie zusammen, die Harpies, hier in Siebenstein, im Hause der Familie Riel, werden diese jungen Menschen Jahr für Jahr willkommen geheißen. Gemeinsam mit Gott und seinen guten Freunden erlebt man den Übergang in ein neues Jahr, welcher hier zu einem besonderen Erlebnis wird. Hier im Workshop wurde der Morgen mit Vaters Worten begonnen. Dazu ein Bericht von Sejin Kuryashi. Jeden Morgen vor dem Frühstück begann der Tag mit einer kleinen Inspiration. Zuerst wurden Ausschnitte aus den Prinzipien oder Reden vom wahren Vater gelesen und dann gab es einen kurzen Morning Service, um den Harpies einen guten Start in den Tag zu ermöglichen. Und das Ding ist, Gott braucht jeden von euch. Glaubt ihr mir das? Sie sind diese Person, die den Becher reichen. Und das aber auch andauernd. Und sie wollen Freude mit uns teilen. Sie wollen so viel Zeit verbringen wie nur möglich. Aber ich meine, dieses Phänomen taucht nicht nur auf bei Eltern, sondern auch bei Kindern. Einen persönlichen Traum. Ein Traum, der wo er spürt, der hat mehr. Der gibt eurem Leben einen höheren Sinn. Der hat etwas, wo ich sage, dafür lohnt es sich, zu kämpfen. Also, verdammt nochmal. Geht hinaus in die Welt und zeigt euch, was in euch steckt. Lebt euren Traum. Ein Tag, eine gute Heimreise und eine gute Zeit, wo ihr das alles umsetzen könnt, was ihr bekommen habt. Dankeschön. In Siebenstein hat sich auf diesem Workshop ein Suppenskandal ereignet, welcher zu großem Aufruhr führte. Wir schalten nun telefonisch direkt nach Siebenstein zu unserem Suppenspezialisten, Herrn Dr. Heinz Binder. Können Sie mich hören, Herr Binder? Ja, klar und deutlich. Guten Abend. Guten Abend, Herr Binder. Herr Binder, Sie haben heute behauptet, dass seit dem Suppenvorfall vor 2001, was schon 14 Jahre her ist, sich nicht mehr so viele Leute an Ihr Institut gemeldet haben, was von großer Besorgnis zeigt. Daher konkret, wie gefährlich ist es, zu wenig, wenn man zu wenig Suppe isst? Wir sind heute schon einen großen Schritt weitergekommen und haben zum Glück die Symptome der Suppenkrankheitis genau beobachten können und gezielt darauf reagieren können. Akute Gesundheitsgefährdung können wir ausschließen. Jedoch bei mittel- und langfristigen Gefährdungen können wir noch keine Aussagen treffen. Und woran können betroffene Teilnehmer erkennen, ob sie an Suppenkrankheitis leiden? Der Verlauf der Krankheit beginnt mit einem übermäßigen Genuss von Haupt- und Nachspeise. In weiterer Folge kann es auch zu Konzentrationslosigkeit und Müdigkeit während den Lectures und anderen Aktivitäten führen. Wie kann man der Krankheit vorbeugen? Mehr Suppe essen. Einfach mehr Suppe essen. Danke sehr, Herr Dr. Binder. Danke. Durch die besonderen Gäste, Bernhard Reimeyer und Heinz Kritschek, waren die Lehrsäle überfüllt. Doch dies hielt die Harpies nicht davon ab, den Worten der Redner gespannt zu folgen. Kunichiwa berichtet.
Das rare Kommen der Gastvortragenden Heinz Kritschek und Bernhard Reimer verursachte einen enormen Ansturm auf den kleinen Vortragsraum der Villa Riel. Doch die zugrunde liegende Infrastruktur und die strategische Meisterleistung der Koordinatoren ermöglichten einen flüssigen Ablauf. Dennoch konnte ein Platzmangel nicht verhindert werden. Naja, es war so, dass wir so übereinander gestapelt waren. Da habe ich versucht, mit Tritten und so ein bisschen Platz zu schaffen, aber alles ist dann ein bisschen zusammengestürzt. Es ist ja auf mein Gesicht gelegen, aber die Ohren waren frei, also habe ich alles verstanden. Naja, es war ziemlich warm und unangenehm und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Mensch, der so viel Körperkontakt gern hat. Aufgrund seines Hintergrunds als Priester in der katholischen Kirche konnte Heinz Kritschek mit dem Lecture über Jesus das Publikum beeindrucken. Er berichtete über die frühen Jahre Jesus und erläuterte, dass er schon früh erkannte, dass seine Worte große Macht besaßen. Abschließend erwähnte er Parallelen zu Vaters und Jesus Leben. Der aus Tirol angereiste Bernhard Reimeyer, welcher für seine speziellen Lipi-Lectures berüchtigt ist, hat an diesem Workshop innerhalb von 2 Tagen das Leben des wahren Vaters sehr genau und detailliert geschildert. Er berichtet über die harte Zeit in Korea, in der Reverend Moon aufwuchs und er Gott als persönlichen Gott erlebte. Auch später musste er sich vielen Schwierigkeiten stellen. Aber diese konnten ihn nicht abhalten, seine Missionsarbeit stetig weiterzuführen. Bernhard erzählte, dass der wahre Vater ein Mensch war, der im Gefängnis für Frieden kämpfte und auch zusammen mit Politikern für den Weltfrieden arbeitete. Sehr begeistert waren die Harpies, als er auch über die wahren Kinder und deren Aufgabe redete. Obwohl er schon so viele Lectures gegeben hat, konnte auch er etwas davon mitnehmen. Ja, eigentlich wie immer, wie soll ich das sagen, große Inspiration. Man denkt, man kommt her, um etwas zu geben, aber eigentlich bekommt man mehr. Der FC Harp startet in die Saison mit einem neuen Trainer, Fabian Kracher, aus Tirol. Aus dem Trainingslager wird gemurmelt, dass es zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Trainer und den Spielern gekommen ist. Na, hin und wieder ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber im Großen und Ganzen geht's. Naja, geht so. Manchmal schon, manchmal nicht. Kommt drauf an. Wir schalten nur noch zum Sportplatz des FC Harp, wo wir die Chance hatten, mit Fabian Kracher ein Interview zu führen. Wir befinden uns jetzt auf dem Sportplatz des FC Harp mit dem neuen Trainer Fabian Kracher. Fabian, wie glauben Sie, wird die kommende Saison für Sie? Ja, vielversprechend. Ist Ihr Team ausreichend? Also reicht das Training aus für die kommende Saison oder wie schaut es mit dem Team aus? Habt ihr sehr, sehr schon gut vorbereitet, weil die Saison startet jetzt in der nächsten Woche. Ja, natürlich. Die Vorbereitung ist immer was, wo man nie wirklich fertig sein kann. Man kann immer ein bisschen mehr vorbereitet sein und mehr machen. Aber wir haben gute Jungs dabei, ein paar gute Mädels da. Und schaut ganz gut aus, ja. Also Sie sind sehr zuversichtlich fürs kommende Jahr. Okay, und Ihr nächster Gegner ist Tirol. Was halten Sie davon? Also, wie sind Ihre Karten gegen Tirol? Ich meine, Sie haben ja vorher Tirol trainiert und jetzt, wie schaut es für Sie aus? Ja, wie Sie gesagt haben, wir haben bei Tirol gespielt. Ich habe bei Tirol, war Trainer. Manni natürlich. Gespielt auch früher, gespielt, ja. Ja, ja. Aber darum geht es. Also, ich war jetzt Trainer früher bei Tirol. Deshalb kenne ich Sie noch ziemlich gut, die ganzen Leute. Und ich weiß auch, wo Ihre Stärken und vor allem, was ja, wo Ihre Schwächen sind natürlich. Und Sie kennen das Team fast gar nicht. Und ja, deshalb denke ich, wir haben ganz gute Karten. Okay, danke. Jetzt noch zum Abschluss eine Frage. Es ist Kritik aus Ihrer Runde gekommen, dass man Ihren Dialekt nicht ganz versteht. Was sagen Sie da dazu? Ja, deshalb versuche ich mal schon das ein bisschen umzugewöhnen, ein bisschen einen anderen Dialekt sprechen, mich auf die Jungs einzustellen. Aber natürlich würde ich normalerweise ganz anders sprechen. So ungefähr habe ich früher immer gesprochen, in Tirol damals noch. Aber jetzt versuche ich halt, mich auch ein bisschen anzupassen, verstehst du? Ja, okay, der Unterschied ist ja noch nicht ganz so gut zu hören, aber wir jetzt zurück ins Studio, bitte. Es wurde nicht nur gearbeitet und gelernt, nein, es gab auch Zeit, um sich kreativ zu beteiligen. Dazu gab es IGs, wie zum Beispiel die Sport-, Zeichen-, Film- und Challenge-IG, in welchen die Harpies sich kreativ beteiligen konnten, alte Freundschaften pflegen konnten und neue Freundschaften knüpfen konnten. Irene Wutzer mit Ausschnitten.
David, die haben keinen Ton. David, die haben keinen Ton. Ja, die improvisieren, improvisieren. Okay. Wie Frodo über seinen Ring streichelte, streichelte er über sein Bild. Ein Bild, sie zu knechten, sie alle zu finden ins Dunkel. Unscharf, was sie das da, das sieht man da richtig. Bah, die iPhones von Heizen, alles an Sinn. Alles New York Sinn. Ist das, New York, das Chrysler Building. Okay, Bewegung. In die Hüfte, in die Hüfte. Das zirkt, das zirkt, das muss richtig zirken. Hupf, hupf, hupf. Brav, Sanze, brav. Nur weiter so, da macht er Pause. Okay. Wahnsinn. Hier sehen Sie nun, die Skizzen werden in Modelle umgewandelt. Das ist nun die Entstehung des Fundaments des Chrysler Buildings. Schön machen Sie das. Mhm. Hier ist die Spitze des Chrysler Buildings, die da macht. Das ist eine ganz winklige Aufgabe. Ja, aufpassen. Aufpassen, nicht kaputt machen. Und jetzt ich eine mit, Runde. Ich mit okay. Eins, zwei, da geht mehr, da geht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Eins. Aber schadenvoll ist zu sehen. Anna freut sich immer. Wir fühlen uns nun schon fast wie im April, zumindest was das Wetter anbelangt. Letzte Woche Schnee, Eis und Kälte. Nächste Woche Badewetter. Aber mehr dazu im Wetter. Wir danken allen Workshop-Teilnehmern fürs Kommen, Ben Stuffies für die Unterstützung und freuen uns, euch am nächsten Workshop willkommen zu heißen. Danke fürs Zusehen, ein schönes und erholsames Wochenende und auf Wiedersehen.